Liebe Leute, wir wollen wieder mal die Welt erobern mit Conquer the World, dem neuen Let's Play, dem alten Let's Play. Also, ja, wo ich schon längere Zeit, schon zweimal ungefähr, ein bisschen Let's Played habe und jetzt bin ich wieder zurück hier im Schwert- und Speer-Mod, Super-Mod, Conquer the World und wir machen eine große Kampagne. Wir eroben die ganze Welt mit den, mit dem, mit Darm, was wollen wir nehmen? Spanien. Mogulreich, das nehme ich hier Ding, das habe ich letztens gespielt, ist recht nice. Aber das werde ich dann mal zwischendurch oder so spielen. Apachen und so sind leider zu schwach in diesem Mod geraten. Mongolen wären interessant, aber ja. Ich möchte am besten eins haben, das recht gute Handelsrouten, also Schiffe hat. Venedig. Eine schlechte Kavallerie, das ist nicht so gut. Die Deutschen, naja, könnte ich spielen, möchte ich aber nicht, oder? Sollen wir die Deutschen nehmen? Wir schauen mal kurz in eine eigene Schlacht, was sie für Truppen haben. Nehmen wir die, Preußen und Frankreich. So, schauen wir mal rein. Also. Ja. Ist nicht so gut die Truppen, aber Ritterbrüder haben die Hauptmänner. Ja. Das ist schon mal gut. Hauptmänner, das sind die stärksten. Zweihänder. Ja, das ist schon etwas, was vielleicht Spaß macht. Bogenschützen haben die nicht so gute. Leider. Wir kommen sicher an, das zu Bogenschützen. Schauen wir mal kurz die bauen Bogenschützen. Ja, die sind schwach. Wir könnten es mal machen, ohne Bogenschützen zu spielen. Also, ja, oder nur wenig Bogenschützen. Zum Beispiel nur einen Trupp. Armbrustschützen oder ja, dann machen wir das. Sonst hätte ich die Franzosen genommen oder die Iren und jo. Also dann nehmen wir die Deutschen, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel. Schlachtschwierigkeitsgrad mache ich leicht. Ich mag die Schlachten nicht so wegen der KI, wegen den Truppenformationen und so nicht. Kurz oder lang? Wir machen lang. Abschalten. CPU-Züge zeigen, machen wir mal an. Alle Städte verwalten auch. Kein Schlachtlimit machen wir aus. So, dann starten wir mit den Deutschen in den Krieg um die Welt. Juhu. So, jetzt wird es auch wieder leise mit den Tasting, weil ich habe recht starkes Mikrofon, also Headset. So, Schwert und Speer Ultimate. An dieser Stelle möchte ich Römer Fuzzi an alle, die an den Schwert und Speer Modifikationen mitgearbeitet haben, in Freizeit investieren und mir immer zur Seite stehen. Standen, meinen persönlichen Dank aussprechen. Besonderen Dank auch an Ding, Total War Zone, welches Schwert und Speer ein eigenes Unterforum zur Verfügung stellte, wodurch die Grundlage für diesen Mod gegeben war. Das Forum ermöglichte unser Team allgemeine Modbesprechungen und eine Präsentation. Viel Spaß wünscht euch nun Schwert und Speer. Divide et Impera. So, gucken wir an. Die
Deutschen haben eigentlich recht viele Städte. 7. Andere Anzahl. Gut, gut. Da ist Amsterdam und Dresden. Okay. Wir haben recht viele Truppen. Haben wir Krieg? Nein, aber zwei Verbündete, Ungarn und Preußen. Und wir starten eigentlich. Ich sehe das gar nicht. Okay, wir sehen das dann später, wenn es dann mehr aufgedeckt ist. Dann starten wir hier in Berlin. Befehle, Den tun Kaiser! wir mal. Ja, die sind recht teuer. Unterhalt. Ich werde sie mal Ja! verpulvern. Hier nehme ich Kaiser! die Ja, mein Kaiser! abgesessenen Ritterbrüder und die Ihr wünscht? normale Kaiser! Bombarde. Vorwärts! So. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Die anderen Bombarden werde ich. Die große Ihr Bombarde werde wünscht? ich hier hin tun. Ja, Kaiser! Und die anderen werde ich für brennen. So. Dann schauen wir mal. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Sonst macht es mir in den Ohren weh. Gut. Ja, mein Kaiser! Ja, mein Kaiser. Willst du mitmachen? Dann geh du Für mal das hier hin. Reich So. verbinde die Armeen, edler Kaiser. Dann machen wir wie immer eigentlich zuerst die Finanzen nach oben. Aber ich möchte auch nicht so passiv sein, also immer wieder angreifen, jemanden und so weiter. Spannend machen. Manchmal Truppen abziehen und so weiter. Da ich den Mod recht gut kenne, weiß ich ungefähr, was ich mir leisten kann und was nicht. In Hamburg das gleiche, Rodung. Hier werde ich mal auf niedrig machen, einen Kaufmann ausbilden. Hier könnte ich eigentlich nach oben machen. Nein, auch nicht wegen den, sonst geht das ins Minus, die Bevölkerung. Hier werde ich ein Rathaus bauen. Und hier möchte ich gerne auf hoch machen. Auch ein Kaufmann. Frankfurt machen wir eigentlich auch ein Rathaus. Und hier müssen wir es auf niedrig machen. Kaufmann. Bin zu Der Dienst. Diplomat geht zu Und Frankreich. ihr habt einen Handelsrechte. Ihre Genießbetreibung. Bündnis. Was möchtet ihr noch vorschlagen? Okay. Oui, warum nicht? Sind wir fertig? Easy, danke schön, Frankreich. Nein, das ist nicht möglich, Kaiser. Dann haben wir Doch, vor denen schon mal Frieden. Seid ihr Hier haben wir sicher, es. Kaiser? Hier Nein, das machen ist nicht wir möglich, Kaiser. eine Rodung zuerst. So. Nein, hier keinen Kaufmann. So viel Kaufmänner brauchen wir nicht. Hier auch mal eine Rodung. So. Hier unten bräuchten wir unbedingt ein Rathaus. Auf niedrig. Ein Kaufmann hier. Haben wir dann noch etwas nicht? Jetzt haben wir eigentlich alle. Gut, wo haben wir denn die Truppen? Hier haben wir mal Truppen. Befehle, Kaiser! Kaiser! Marschiert! Hier haben wir Kaiser! Truppen. Ihr wünscht? Kaiser! Ja, Kaiser! Ja! Vereinen die Armeen, Kaiser! Ihr wünscht? Vorwärts! So. Verbinden die Truppen! Haben wir sonst keine? Da haben wir einen. Ja! Führen die Truppen zusammen! Und die Ja, mein Kaiser! geht nicht. Ja, die ist ja von da drüben. Gut. So. Dann möchte ich schauen, wo wir noch Truppen, also Agenten haben. Ich bin geehrt und überrascht, dass ihr mich sprechen wollt. Wir haben Ja, einen mein lieber Reichsbischof. Kaiser.
Der geht mal in Richtung Polen, weil die ja orthodox sind. Glaube ich. Waren die damals schon orthodox? Und tretet vor, damit wir haben wirklich keine Agenten. Mein Kaiser, ihr wünscht. Ah. Ja, mit Polen, oder? Sehr wohl. Gehen wir mal zu Polen. Auf welche Weise so uns repräsentieren? Weiter. Kaiser! Ein Befehl. Mein Kaiser? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja. Ja, wir haben wirklich keine. Gut. Er hier geht dann runter nach Venedig. Ja, so. Dann speichern wir mal. LP GR 1. So. Und greifen hier die Stadt an. Neutrales, das ist doch Rebellen. Ist doch egal. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Gut, dann Schlacht auf Schlachtkarte. Ich probiere es jetzt mal so. Die Schlachten. Für das Reich. Ein ehrenhafter Sieg, mein Kaiser. Ja, sag mal. Die Schlachten möchte ich dann gerne ein bisschen, naja, weniger mit Kanonen und Ding alles kaputt machen. Am Anfang. Deshalb habe ich es jetzt mal übersprungen. Auch, dass es schnell geht, dass wir im ersten Part mehr zeigen, also sicher zeigen kann. Kaiser! Und ja. Ja, greife die Feinde des Reiches an. So, nächste Runde. Seid gegrüßt. Handelsrechte, ja, nehme ich an. Vielen Dank. Solange ich noch keinen Krieg mit euch haben muss. Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Aha, durch das Land. Nein, du kommst, gehst nicht dort, das zu erobern. Das darfst du nicht erobern. Das ist mein Land dann dort. Du kannst ja nach Norden Richtung Norwegen gehen. Eine geeignete Prinzessin. Dann ist sie aber weg, oder? Wir müssen ja nicht Ding machen, Bündnis mit den Polen. Amsterdam einnehmen, das ist klar. So, in Dresden möchte ich gern eine Farm. Ja, dann kann ich, wenn Farmgemeinschaft aus dem Farmland schon ist, kann ich eine Gemeinschaft. Da kann ich auf sehr hoch machen. Wir haben Geld verdient. Okay, super. Ah, nein, minus. Ja, okay. Das ist wegen dem vielen Kaufen. Scharfe Klinge. Persönliche Sicherheit. Wer ist das? Der Kaufmann. Der Kaufmann geht mal. Hierhin. Eröffne eine neue Handelsstraße. So. Baubericht, jetzt ist dort hier alles rot. Ja, das, München, Berlin. Das, Hamburg. Das. Könnte man alles hochpushen jetzt. So. Es geht auch nur am Anfang, dass jeder ein Rathaus hat. Da ist es schon bei Dresden. Gut. Rekrutierungsbericht. In Frankfurt habe ich ihn schon rausgenommen. In Wien möchte ich ihn gerne. Da geht es nicht gut. 20 Gulden, das ist doch viel. Da wäre sogar 23 zu Gulden. In Hamburg kann ich da runter mit dem. Ja, Kaiser. Nein. Wo war er? Da. 34 wäre das sogar. Dann möchte ich. Ja, ich gehe direkt dort nach unten.
aber mach hier mal Zwischenstopp. Mussten pro Runde nicht so viel bewegen. Hauptsache verdient was. Und der Hannoverer, der geht. Ja, es ist ungefähr gleich. Dann gehst du mal nach oben. So. Ich werde die fremden Waren zurücksetzen. Aber bitte nicht abwerben. Kammer Union. Beziehung verbessert Kammer Union gut. Okay. So, Dele. Hier greifen wir an. Können wir was holen? Was wäre denn gut? Wir können sogar Söldner gucken nehmen. Sächsische Krieger. Die kosten viel zu viel. Greifen wir das Ding an. Ah, die Kanone. Ja, jetzt sind die im Weg. Nein. Voll der Fail. Okay, das sind die ersten, die wir angreifen. Das sind wirklich die ersten. Mein Kaiser. Der Kaufmann, der Diplomat, ja, möchte ich gerne bewegen. Ja, Kaiser. So. Gibt es in eurer Familie einen Sohn, der zu mir... Ich bin Diener Gottes. Ich möchte mal schauen, was das vielleicht katholisch, also dann bringt es hier noch nichts. Seid gegrüßt, Kaiser. Da wir momentan nicht im Reich Bischöfe brauchen. Eine Pause, oder doch? Bitte, Kaiser. 100%, nein. Werden wir einfach mal ein bisschen hinaussenden und ein bisschen Chaos sorgen bei den anderen. Wir sehen euch nicht als Feind. Ja, Kaiser. Gut. Stammbaum. Wir haben nur drei Dinge, also andere Reiche haben mehr. Aber dafür haben wir viel Nachwuchs. Gut. Jo. Dann müssen wir eigentlich Runde weitermachen. Die Handelsstraßen sind schon recht viel. Gut. Da kommt Venedig doch mit einem Angebot. Seid gegrüßt, edler ja. Herr. Ich habe sehr weise und großzügig von euch, dass ihr eingewilligt habt, mein Herr. Lol. Lebt wohl, mein Herr. Lebt wohl, mein Herr. Ich bin ein Italiener. Seid gegrüßt. Ich bin hier, euch Kunde zu bringen. Karteninformation. Naja, okay. Das ist wunderbar. Ich werde freundig erregt. Sie ist erregt. Ich danke euch. Und wie ich habe gar keine Karteninformation bekommen. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. Also sehe ich das gerade auf der Karte nicht gut. Nehmen wir an. Königsmeldungen. Mein Herr, Sie haben nun die Möglichkeit, eventuell ich Ihnen mitteilen, dass der König und oder Herrscher einer anderen Fraktion verstorben ist, abzuschalten. Mit Annehmen kommen diese weiterhin sowie die und zugehörigen historischen Informationen zu den Fraktionen. Mit Ablehnen werden diese Events für den weiteren Kammern im Verlauf deaktiviert. Ja, ich würde es deaktivieren. Weil sonst kommt die ganze Zeit, ja, der ist gestorben im Krieg und so. Das interessiert mir kein Schwein. So, in Frankfurt möchte ich gern jetzt eine Rodung bauen. In Wien auch eine Rodung. In Hannover auch eine Rodung. Oh, es ist immer reich. So, da kann ich es nach oben machen jetzt. Da verdienen wir ein bisschen mehr. In Hannover auch. Okay, sehr hoch. Unseren Städten geht es schon viel besser. So, aber sonst nicht zu viel. München möchte ich. In München ist das Steuerparadies. Und hier unten auch.
Ja, nochmals ein. So, der Reichskaufmann, der geht 7 mal hier runter, oder? Ja, das ist 20, okay, das ist eigentlich annehmbar. Jawohl. So. Handelsbeziehungen, mein Kaiser. In Ordnung. Bern müssen wir noch erobern. Venedig mag uns natürlich auch. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Ja, Kaiser. Und die sind teuer, ja. Ja, mein Kaiser. Vorwärts. So, dann gehen wir Bern erobern. Soldaten haben wir, glaube ich, nicht. Wo sind die eigentlich? Ja, die Generäle, die. Seid gegrüßt, mein Kaiser. So, und der eine. Armeen des Reiches zu führen. Eure Befehle? Ja? Für das Reich. Der Anführer geht hier hin. So. Wollt ihr wirklich mit mir reden? Ja, dann greifen wir das an. Das ist eigentlich nicht so schwer. Kaiser! Ja, greife die Feinde des Reiches an. Nein. Die Belagerung geht weiter, Kaiser. Ich möchte es manuell machen. Mein Kaiser. Wir haben leider wieder viel verloren, aber das ist klar in einer Stadt. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Wir haben diese Länder gewaltsam übernommen. Plus 1 Furcht, siegende Faust. Sklaverei, also Geld, Ausbeutung. 2500 Gulden. So, hier haben wir noch keinen Hafen, da machen wir. Nein, eine Rodung und dann der Hafen. So, auf niedrig. Und schauen wir mal kurz Religion hier an. Da ist es anders. Dann machen wir. Wir haben nirgends eine Kirche. Hä? Dann werden wir hier eine Kirche bauen. Und dann werden wir ein Ding nach oben bringen. Und. Ja, heiliger Kaiser? Natürlich. Der Kaiser geht hier hin. Mal gehen wir nach oben. So. Bin unterwegs. Gut. Seid gegrüßt, edler Herr. Kaiser? Mein Kaiser. Da haben wir schon bewegt. Wir möchten jetzt mal kurz auf die Seitenwertung schauen. Seitenwertung, da. Wir sind die da oben. Okay, wir sind da in Mitte. Wir haben jetzt natürlich Truppen aufgelöst und ein paar auch verloren. Damit geht die Seitenwertung auch ein bisschen runter. Aber ein lebendes Seitending, ich möchte da umenden. Zum Beispiel die Gebiete gehen nach oben. Also eins ist es nach oben gegangen und jetzt gehen zwei nach oben. Also noch eine nach oben. Und ja. Diplomatie, jetzt sieht es anders aus. Die freien Völker sind natürlich unsere Feinde geworden. Aber die greifen auch uns nicht so an. Und ja. Ich denke, ich beende jetzt den Part und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos oder so. Ich habe vieles zu bieten. Jo. Das erste Let's Play, das hat jetzt momentan richtig viele Aufrufe. Vor allem das Let's Show mit 27.000. Ich hoffe, das wird auch relativ erfolgreich. Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, sage hiermit Tschüss, bis zum zweiten Part. Auf Wiedersehen.